In diesem Video seid ihr recht herzlich eingeladen zu einer neuen Küchentour. Und ja, unsere Kunden haben uns hier vor mehrere Herausforderungen gestellt, haben uns eine Challenge gegeben. Und ob uns das gelungen ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Und dabei wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, und heute befinden wir uns wieder in einer guten Küche aus unserer Feder, die wir geplant und umgesetzt haben. Wo haben wir das umgesetzt? Ihr kennt ja den Spruch, wir planen die Küche von Flensburg bis Freiburg, was ja auch nicht mehr ganz so stimmt, denn wir haben mittlerweile die Landesgrenzen verlassen, sind in der Schweiz, sind in Österreich tätig und ja, hier ein Projekt, was quasi bei uns vor der Haustür ist, denn wir sind hier im, sag jetzt mal, Speckgürtel von Dresden. Und ja, was haben wir hier gemacht? Was haben die Kunden uns für Herausforderungen gestellt? Ganz einfach, wir befinden uns hier jetzt erstmal in einer offenen Wohnküche. Das war aber zum Beginn des Projektes nicht so, denn am Ende der Insel, also auf der Rückseite, war eine Wand. Hier, wo der Durchgang ist, befand sich die Tür vom Wohnzimmer in die Küche. Wir hatten einen geschlossenen Raum. Wir haben hier dann mit den Kunden gemeinsam erarbeitet, dass die Tür vom Flur in die Küche eine Schiebetür wird, weil die vorhergehende Tür hier immer vor den damaligen Highboards gestanden hat, weil die Tür war meistens offen. Das würde jetzt natürlich auch hier mit dem Geräteblock nicht funktionieren. Weitere Herausforderung war natürlich das Thema der Geräte mit der Bärbel. Hier musste extra die Decke verstärkt werden. Und ja, die Anordnung der Küche, die war natürlich in den alten Räumlichkeiten komplett anders. Wir hatten zum einen in dem Bereich die Wasseranschlüsse. Wir hatten hier drüben, wo jetzt das Wasser ist, war der Herdanschluss. Und das musste alles umgebaut werden und unsere Kunden hatten noch einen ganz besonderen Wunsch, denn wir befinden uns hier in einem Fertigteilhaus und wer das kennt, der weiß, dass dann, wenn man Rollläden hat, die Rollläden meistens in den Raum reinstehen und das wurde hier im kompletten Raum ja, weggemacht, quasi indem die Wände einfach verstärkt wurden. Und das hat in der Planung die Folge, dass zum einen hier die Wandstärke dicker geworden ist, hier die Wand rausgenommen ist, aber der Winkel quasi ja noch nicht abzusehen war, wo wir denn genau hier landen, aber die Küche mit der Ecke genau abschließen sollte. Das war hier so ein bisschen die Herausforderung bezüglich der ganzen Geräte. Da empfehle ich euch, unseren Kanal kostenfrei zu abonnieren, am besten über das Gutsmann Küchenlogo, denn wir werden in den nächsten Wochen dann natürlich auch die einzelnen Geräte vorstellen und da lohnt es sich dann natürlich auch die Glocke zu setzen, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Was haben wir hier denn für Möbel geplant? Wir haben hier Möbel geplant aus dem Hause Ballerina Küchen und haben das Ganze kombiniert mit den beiden Hängeschränken, die es bei Ballerina so nicht gibt, denn das sind nämlich Climber-Hängeschränke, die kommen von Nobilia. Was ist ein Climber? Ein Climber ist ein elektrischer Hängeschrank, das heißt, wir haben hier ein Glas und das Ganze fährt dann jalousiemäßig nach oben und dann halt natürlich auch wieder nach unten. Jetzt muss das Ganze natürlich hier in das Farbkonzept eingepasst werden und ja, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich dann passend von Ballerina die Seitenwangen mit dazu bestellt. Somit konnten wir das Ganze hier auch verblenden, dass die Korpusse von außen aussehen wie halt hier unsere Küche. Und im Innenleben haben wir ganz klassisch einen ja, magnoliefarbenen Korpus genommen, weil wir haben hier als Farbton den Farbton Macaron, das Ganze als Echtlack Hochglanzfront. Somit geben wir auch dem Raum hier nochmal ja, eine gewisse Freundlichkeit, aber auch eine ja, Tiefe. Gerade wenn man vom Essbereich, vom Wohnbereich hier in die Küche schaut, hat man das Ganze natürlich dann entsprechend, ja, dass der Raum
deutlich größer wirkt. Ja, unsere Schränke haben hier eine Arbeitsplatte bekommen aus dem Hause oder von Sapienstone, eine Neolith-Platte und das ist eine keramische Platte und hat das Dekor Black Diamond. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit hier über die Küche gesprochen, über das Design. Grifflos, denke ich mal, das habt ihr schon erkannt. Und die Kehlleiste ist ja hier farblich abgestimmt mit auf die Front. Das heißt, wir haben eine macaronfarbene Kehlleiste und somit haben wir hier wirklich ein sehr schlichtes Design, was auch hier explizit Kundenwunsch war. Ja, dann schauen wir mal in die Schränke. Was haben wir? Ich hatte schon angesprochen, wir haben hier unsere beiden Hochschränke, die natürlich die Geräte verstauen. Ganz am Anfang begonnen mit einer Kühl-Gefrier-Kombination. Unten gefrieren, oben kühlen, eine 178er Nische, das Ganze mit einer senkrechten Kehlleiste. Und dann haben wir hier unseren Hochschrank, Umbauschrank für den Backofen. Wir haben bei diesem Backofen eine Gerätehöhe von 45 cm, also nicht die 60 cm. Und wir haben auch nicht nur einen Backofen, sondern wir haben hier einen Dampfbackofen mit Festwasseranschluss und Abwasseranschluss aus dem Hause Miele. Das Gerät haben wir euch schon mal in einem extra Video näher gebracht. Das verlinken wir euch über die Infokarte, beziehungsweise findet ihr den Link auch in der Videobeschreibung. Dann haben wir das Ganze grifflos, also brauchen wir ja hier dann entsprechend auch eine Öffnungsunterstützung für das Fach, für die Mikrowelle. Dann wie soll man denn sonst hier den Liftbeschlag öffnen können? Also das Ganze motorisiert in der Öffnung und natürlich dann auch wieder beim Schließen. Der Rest ist alles mit Push-to-Open gelöst. Und ja, wenn wir jetzt einfach mal in den unteren Bereich reinschauen, haben wir nochmal Innenauszüge und das Ganze dann auch mit einer Corbus-Innenbeleuchtung versehen. Denn ja, man wird ja auch nicht jünger, irgendwann lässt das Augenlicht nach und da ist es natürlich dann sehr, sehr praktisch, wenn hier entsprechend die Dinge beleuchtet sind. Und ja, das ist natürlich, zieht sich hier durch die komplette Küche durch, dass wir hier dann entsprechend auch die Schrankinnenbeleuchtung haben. Ja, und jetzt seht ihr, dass wir hier das Ganze auch raumhoch geplant haben. Und ja, wir haben ja auf die Deckenanschlussblende verzichtet. Wir haben noch nur noch eine Schattenfuge und das Ganze haben wir umgesetzt mit einer entsprechenden Frontverlängerung. Also ihr seht das jetzt, dass die Wange natürlich dann über den Korpus geht und dass auch die Front über den Korpus hinausgeht und somit das Ganze natürlich dann auch eine sehr edle und natürlich auch wieder schlichte Optik hat. Von der Hochschranganlage gehen wir direkt über in die Unterschrankstrecke in unserer Arbeits- und Abstellfläche. Zum einen haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir hier vom Design her die Linienführung gleichmäßig durchgehen lassen. Das heißt, wir haben hier dann auch mit durchgehenden Fronten gearbeitet, die jetzt natürlich hier über die Kehlleiste geöffnet werden können. Und hinter der Front befinden sich dann auch wieder die Innenauszüge. Unsere Arbeitsplatte hatte ich ja schon kurz angesprochen. Die ist 2,4 cm stark und wir haben hier in der Platte dann auch flächenbündig das Steckdosenelement eingearbeitet bzw. vom Steinmetz einarbeiten lassen. Das ist eine Doppelsteckdose, findet dann auch hier entsprechend nochmal seinen Platz, insbesondere auch in der Nähe vom Fenster, denn ja, in der Weihnachtszeit gibt es vielleicht die ein oder andere Dekoration, die leuchten darf und da kann man das dann hier gleich an der Stelle mit nutzen, denn Steckdosen in die Fensterleitung sind halt hier vom Gebäude her nicht möglich. Apropos Fensterleitung, wir haben als Spritzschutz umlaufend eine Echtglasplatte und diese oder das Design haben wir dann halt auch gleich noch mit in die Fensterleitung reinlaufen lassen, dass halt dann auch alles hier explizit aufeinander abgestimmt. Schauen wir nochmal bei den Schränken, beziehungsweise haben wir hier nochmal ein Gerät und zwar mal hier die Spülmaschine. Da haben wir eine Spülmaschine aus dem Hause V-Zug. Auch hier dann später nochmal das separate Video zum Gerät. Und im Anschluss an die Spülmaschine folgt der Eckschrank.
Da haben wir hier einen Le Mans-Schrank. Sprich, wir haben den Platz hier in der Ecke noch mit ausgenutzt. Und ja, ich denke mal, können wir mal unkompliziert einfach mal reinschauen. Und da sehen wir schon, was wir jetzt hier alles aus der Ecke herausgeholt haben. Und der Le Mans-Schrank hat halt den Vorteil, dass das Tablar ohne Kraftaufwand einwandfrei hier nach außen gezogen werden kann und man wie beim Auszug oder einer Schublade von oben die Dinge greifen kann. Also das halt auch nochmal an der Stelle sehr praktisch und komfortabel. Machen wir halt hier unseren Schrank wieder zu. Ja, und dann kommen wir schon zu einer unserer Herausforderungen hier, was die ja einmal die Innenbreite und natürlich die Gesamtbreite der Küche angeht, weil ich hatte ja gesagt, wir sollten direkt auf der neu entstandenen Kante hier enden mit der Küche. Und das heißt, wir haben einen 60 cm Spülenschrank und jeweils rechts und links einen 20 cm breiten Apothekerschrank, wo wir gleich nochmal reinschauen werden, weil die sind auch ganz besonders. Und wir haben unsere Eckpassblenden und ja, wenn man genau hinschaut, sieht man schon, dass die deutlich schmaler sind als ja, wie sie Standard oder wie sie vom Hersteller erstmal vorgesehen sind, weil wir hier natürlich entsprechend mit den Maßen ja, haushalten mussten. Und haben diese Eckpassblenden dann auch speziell anfertigen lassen hier für diese Küche, haben das Ganze etwas schmäler gemacht und somit das gelöst, dass wir dann direkt vorne mit der Küche auf der Ecke enden. Und dann schauen wir in die Apothekerschränke hinein, denn wir haben nicht den klassischen Auszug, der so auch so ein bisschen instabil ist, sondern wir haben hier wirklich die Lekra-Box, ihr kennt das ja schon aus unseren anderen Videos, wenn wir mit Ballerina planen, haben wir ja bei Ballerina vom Produkt her standardmäßig die Lekra-Box von Blum mit verbaut. Und hier gibt es tatsächlich einen 20 cm breiten ja, Apothekerschrank, der ja nicht die lapprige Tablar-Lösung hat, sondern wirklich hier die Lekra-Box, was Ganze natürlich deutlich stabiler ist, deutlich wertiger und natürlich dann auch demzufolge auch ein bisschen mehr Gewicht tragen kann. Und ich habe halt den vollen Komfort der Lekra-Box. Habt ihr ja schon gesehen, unsere Kunden haben sich bei den Auszügen für die Glasseite entschieden. Die ist ja bei Ballerina-Küchen auch preisgleich zu der geschlossenen Sarge. Spülenschrank 60 cm breit. Da können wir auch noch mal gucken. Da haben wir ja auch die elektronische Öffnung, auch den Komfort haben wir jetzt hier mit eingebaut. Wir haben ein Abfallsystem mit drei Behältern, zwei Behälter für Abfall genutzt, ein Behälter für die Reinigungsmittel, also quasi dann ein Putzmitteleimerchen und dann die Ablage entsprechend, also der Deckel für die Eimer ist dann die Ablage für weitere Utensilien, die gebraucht werden. Schauen wir einfach mal beim Spülbecken. Da haben wir ein Unterbaubecken aus dem Hause Franke, also eine Edelstahlspüle, und haben dazu eine mobile Abtropffläche. Wir haben die Siebschale und wir haben uns hier mit dem Kunden gemeinsam dafür entschieden, dass wir ein Spülbecken haben als Unterbau. Demzufolge haben wir auch Seifenspender, Exzenter und Armatur dann in die Platte eingearbeitet. Das gibt natürlich dem Ganzen auch nochmal ein ganz anderes und edles Design. Und Armatur haben wir hier die Armatur aus dem Hause Schock. Das heißt, wir haben hier noch einen Schlauch und das Ganze halt auch sehr schlicht, also wirklich ein geringer Durchmesser vom Rohr, also auch das hier vom Design her mit alles angepasst. Ja, um die Ecke rum haben wir dann einen Handtuchhalter, den natürlich schön versteckt, weil Küche darf natürlich nicht nur designoptimiert sein, sondern auch praktisch. Und da haben wir halt hier entsprechend unseren Handtuchhalter, unsere Handtuchhalterstangen, dass das alles auch verstaut ist. Perfekt in der Nähe vom Spülbereich, aber auch in der Nähe vom Kochfeld. Denn auch da kann man das ein oder andere Mal ein Wisch- oder Handtuch benötigen. Ja, dann sind wir schon beim Thema. Wir haben hier dann den Kochstellenschrank, gefolgt nochmal von einem klassischen Unterschrank. Wir haben hier von der Frontaufteilung Schublade, Schublade, Auszug. Und ja, ich habe gefragt, wir dürfen auch hier nochmal mit reinschauen. Hier haben wir wieder die Innenbeleuchtung für den Auszug, haben hier dann
die ganzen Töpfe, Pfannen, Deckel. Und ja, das ist immer das Highlight auch bei uns in der Ausstellung, die Einlage für die Gewürze. Das Ganze dann halt wirklich in der Schublade in der Nähe vom Kochfeld und wirklich entsprechend sauber aufgeräumt, dass man das Ganze hier mit sieht. Und oben haben wir dann klassisch die Besteckschublade. Auch hier alles hat seinen Platz, seine Ordnung. Und somit haben wir im Küchenbereich ein stimmiges, praktisches Gesamtbild. Und wenn wir jetzt in den Wohnraum übergehen, sehen wir schon, dass hier die Frontaufteilung eine andere ist. Das heißt, wir haben hier mit zwei Stilen der grifflosen Küche gearbeitet. Zum einen im Inneren der Küche mit der doppelten Kehlleiste und hier an der Seite und Außenseite zum Wohnzimmer, zum Esszimmer gerichtet. Dann mit der Blackline, das heißt, wir haben nur die obere Kehlleiste, die halt umlaufend ist, und auf die mittlere haben wir verzichtet. Der untere Auszug ist dann mit Push to oben zu öffnen und haben hier nur das saubere, schlichte Fugenbild, dass das Ganze natürlich dann eher wie ein Wohnmöbel ausschaut. Und ich denke mal, wie gesagt, schon jetzt mehrfach angesprochen, das Ende, dass wir hier genau auf der Kante landen, ist an der Stelle gelungen mit den verschiedenen angesprochenen Lösungen, die hier zur Anwendung gekommen sind. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier drei schöne große Auszugschränke, die nochmal für zusätzlichen Stauraum sorgen und natürlich das gesamte Bild der Küche an der Stelle abrunden. Ja, dann schauen wir uns nochmal Kochfeld und Haube an. Die habe ich ganz bewusst weggelassen. Wir haben hier ein Kochfeld aus dem Hause AEG mit der Saphir-Matt-Oberfläche. Also sprich, wir haben hier ein mattes Kochfeld. Das, wie schon angesprochen, erklären wir in einem Extra-Video, weil es einfach zu komplex ist. Jetzt hier für die Küchentour, und ich schaue schon nach oben. Die Bärbel Skyline, die werden wir euch auch nochmal in einem Extra-Video vorstellen. Ja, und kommen wir nochmal auf das Design zurück. Wir haben hier auf der Rückseite 3x90 cm breite Schränke und auch die Front Macaron in Hochglanz. Und wer jetzt denkt, oh, das sieht total stimmig aus und das haben wir super gut bemustert, das gefällt euch sehr, sehr gut vom Gesamteindruck, da kann ich euch sagen, das war doch auch ein ja, größerer, umfangreicher Weg, denn nicht jede Front passt in jeden Raum, weil wir haben unterschiedliche Böden, wir haben unterschiedliche Lichtverhältnisse, und auch das war hier das Problem. Wir haben auf unsere Kunden abgestimmt, die perfekte, unserer Meinung, Front ausgewählt, haben die den Kunden mit nach Hause gegeben, und zum nächsten Termin kam der Kunde ins Studio und hat gesagt, das funktioniert gar nicht. Die Front hat überhaupt nicht mehr die Farbe, wie sie im Studio war, weil die Lichtverhältnisse hier im Gebäude ganz andere sind. Und ja, die Front hat sprichwörtlich ihre Farbe verloren, und da muss man das Ganze nochmal neu ansetzen. Ja, wie das Ganze funktioniert, wie wir dann hier das Ganze bestimmen, das haben wir euch schon mal im separaten Video zusammengefasst. Auch das verlinken wir euch nochmal über die Infokarte. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, wie wir arbeiten, wenn ihr für eure Küchenplanung weitere Inspiration benötigt, dann empfehle ich unsere Playlist zu all unseren Küchentouren, zu unseren Projekten. Über den Link und unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.